Dr. Michael Erstendiller, wir stehen hier im Düsseldorfer Landtag. Gerade haben wir ein Meeting gehabt zwischen der Landesfraktion NRW und der Landesgruppe NRW. Mhm. Aus Berlin sind Sie alle angereist gekommen. Was war das Ziel dieses Meetings? Also wir wollten die Landtagsfraktion mit der Landesgruppe ein bisschen enger verzahnen, damit wir über die Parlamente, also Bundestag, Landtag, gemeinsame Initiativen abstimmen, die Kommunikationskanäle abstimmen, Informationsflüsse, damit wir eben auch im Bundestag und im Landtag gemeinsame Initiativen starten können. Mhm. Das war so das Hauptthema des Meetings. Wie hat sich das bisher dargestellt? Bislang immer auf Zuruf. Wir kennen uns ja alle gegenseitig, kommen aus dem gleichen Landesverband. Wir haben die Telefonnummern und so weiter, möchten das jetzt aber noch weiter professionalisieren, um eben für die Bürger auch vernünftige Arbeit zu machen. Das heißt, es wird institutionalisiert, damit professionalisiert und damit effektiver gestaltet. Das könnte man, glaube ich, so zusammenfassen. Wie fanden Sie die Atmosphäre? War sehr konstruktiv. Also wir haben debattiert, wir haben einige gute Lösungen auch entwickelt, wie wir jetzt eben diese Informationsflüsse gestalten, durch Mailverteilung und so weiter und so fort. Also relativ langweiliges Zeug, das aber wichtig ist für die Arbeit. Ist das jetzt als regelmäßige Einrichtung geplant oder war das eine einmalige Geschichte? Nee, das werden wir jetzt regelmäßig machen. Wir haben jetzt im zweiten Halbjahr noch ein Meeting geplant und werden natürlich in der Zwischenzeit auch miteinander sprechen und eben das besprochen heute umsetzen. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir die bisher sehr gute Arbeit aus der Bundestagsfraktion, wie wir sie beobachten können, dass sie so fortgesetzt wird und dass wir da alle von profitieren. Vielen Dank, Dr. Michael Erstendiller. Ja, gerne.